herzlich willkommen bei Nicoles Küchen-TV. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute wollte ich mit euch dem Thermomix mal noch einen Ketchup kochen. Ich habe ja schon einen gekocht und den auch verfilmt. Und der ist bei uns so super angekommen, dass es schon alle ist. Von daher habe ich mir heute ein neues Rezept rausgesucht und hoffe, dass der mit anderen Gewürzen eigentlich hoffentlich genauso gut schmeckt wie der andere. Er hat gute Bewertungen bekommen. Die Zutaten für 2 Gläser lese ich euch jetzt vor. Ihr braucht 1 Kilogramm reife Tomaten in Stücken, 2 rote Paprika in Stücken, 2 Knoblauchzehen, 60 Gramm Weißweinessig, 150 Gramm rote Zwiebeln. Das wird alles gleich erstmal aufgekocht und dann braucht ihr weiterhin 60 Gramm Weißweinessig, 6 Pimentkörner, eine Prise Zimt, eine Prise Anis, 3 getrocknete Chilischoten, 60 Gramm Tomatenmark, 2 Teelöffel Salz, 2 Esslöffel Currypulver, 50 Gramm Zucker oder Honig. Ich habe jetzt 25 Gramm Ahornsirup genommen und die anderen 25 Gramm habe ich einmal die Hälfte weißen Zucker genommen und die andere Hälfte braunen Zucker. Und dann braucht ihr noch 2 Esslöffel Speisestärke, die ihr entweder mit Wasser oder Sherry anrührt. Ich werde das mit Wasser anrühren. Und ich werde Fallwurzelmehl nehmen, also keine Speisestärke, sondern ich rühre das mit Fallwurzelmehl an. Als allererstes geben wir jetzt die Tomaten in Stücken in den Mixtopf. Ich habe die jetzt also nur geviertelt. Ich hoffe, dass alles reinpasst. So wie die Paprika. Die roten Zwiebeln und die Knoblauchzehe. Und 60 Gramm des Weißweinessigs. Und das zerkleinern wir jetzt 5 Sekunden auf Stufe 7. Ich hoffe, dass es auch klein wird. Hat gut geklappt. Schau mal eben. Ja, wirklich super. Seht ihr, oder? Könnt ihr kaum sehen, ne? Also ist wirklich gut klein geworden. Hier hängt noch so ein Zwiebelstück. Und jetzt soll das Ganze aufgekocht werden oder eingekocht. Und zwar 40 Minuten. Varoma. Stufe 2. Allerdings setzt ihr bitte nicht das Messbecherchen ein, sondern setzt einfach den Spritzschutz auf, also das Garkörbchen, auf Stufe 2. Ja, und ich würde sagen, wenn die Zeit rum ist, sehen wir uns wieder. Die 40 Minuten sind rum. Und das ist alles gut eingekocht. Ich stelle das mal eben hier so auf den Teller. Ich zeige es euch mal. Ist also wirklich auch schön reduziert. Jetzt sollen alle anderen Zutaten hinzugegeben werden. Ich fange an mit dem Weißweinessig. 6 Pimentkörnern. Einer Prise Zimt. Ist mir auch neu. Bin gespannt, wie das schmeckt. So, einer Prise Anis. Da gehe ich her und habe mir ganze Aniskörner hier auf dem Brett gegeben und mache das so ein bisschen mit meinem Stösel klein. Dann ist das Aroma besser, finde ich. Ihr könnt natürlich auch geriebenen Anis nehmen oder gemahlenen. So, weiter geht's. 3 getrocknete Chilischoten. Ich habe hier das Pool Biber Gewürz. Da nehme ich einfach 3 so Eierlöffel voll. Es wird also scharf. Wer es nicht scharf mag, da würde ich dem empfehlen, das also nicht reinzutun. 60 Gramm Tomatenmark. Das hatte ich jetzt noch nicht abgewogen. Will heute nicht auf 60 springen. Aber so absolut nicht.
Na? Ja, jetzt sind es irgendwie spinnt die Waage ein bisschen, glaube ich. 2 Teelöffel Salz. Nehme ich eben gehäufte Eierlöffel. 2 Esslöffel Curry. Entweder den Ahornsirup, Honig oder Zucker. Ich habe ja halb-halb genommen. Von daher nehme ich erstmal den Ahornsirup und meinen Zucker. Und dann nimmt er die Speisestärke und rührt die im Wasser ein. Ich mache das ja mit dem Pfeilwurzelmehl. Das ist etwas ergiebiger. Da habe ich jetzt auch nur so einen halben Teelöffel genommen. Ich hoffe, das reicht. Ansonsten müsste ich gleich noch mal was nachgeben. Nehme ich auch mit da rein. Ja, jetzt ist alles drin. Dann setzen wir den Deckel mit dem Garkörbchen wieder auf und kochen das Ganze noch mal 15 bis 20 Minuten. Ich mache ruhig 20 Minuten. Auch wieder auf Aroma und Stufe 2 ein. Ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn die Zeit um ist. Die 20 Minuten sind rum. Ich püriere das Ganze jetzt noch mal kurz auf Stufe 10. Dafür nehme ich das Garkörbchen ab. Schiebe das gespritzten Tomatenketchup hier mal eben rein. Ist auch gut eingekocht. Also es hat gereicht, der halbe Teelöffel Pfeilwurzelmehl. Ich mache jetzt mal 20 Sekunden, ja, ein bisschen länger, weil der braucht ja sanft Anlauf. Ich mache mal 35 Sekunden, Stufe 10. Ja, die 35 Sekunden sind jetzt auch rum. Jetzt nehme ich den Deckel ab. Zeigt euch mal, also der ist wirklich richtig schön eingekocht. Und ja, jetzt gebe ich den in meine Gläser. Das Rezept stand ja für 2 Gläser, aber ich nehme lieber ein paar kleinere, weil die sich, wenn die jetzt Vakuum ziehen, im Schrank wohl 6 bis 12 Monate halten, wenn sie nicht offen sind. Und wenn sie im Kühlschrank stehen und sind einmal offen, da schaue ich mal eben nochmal, dann halten sie sich im Kühlschrank 3 bis 4 Monate. Ja, ich würde sagen, ich fülle das jetzt eben um und ja, wenn der Ketchup dann erkaltet ist und ich ihn probiert habe, dann melde ich mich nochmal bei euch. Ja, mein Curry Ketchup ist jetzt schön abgekühlt. Ich habe also diese 4 kleinen Gläser voll bekommen und das ist hier noch übrig geblieben. Das habe ich jetzt in meine kleine Glasschüssel gegeben. So sieht die Konsistenz des Ketchups aus. Wer es nicht mag, der braucht es ja auch nicht pürieren, nur ich mag es lieber. Hab auch gerade probiert, da ist richtig Wumms hinter, würde ich mal sagen. Also schön scharf, man schmeckt den Curry raus. Für uns richtig perfekt, weil wir essen gerne scharf. Wer das nicht mag, der lässt am besten den Pulled Biber oder auch die Pepperoni weg. Und wer eben keinen Curry mag, lässt auch das Curry weg. Aber mir schmeckt es richtig gut, kann ich euch wirklich empfehlen. Gibt es bei uns bestimmt öfters. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt mir das durch einen Daumen hoch. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Nachmachen und sage bis zum nächsten Video.